Hallo und schön, dass ihr einschaltet. Es ist mir ein außerordentliches Vergnügen, euch den neuesten Belohnungspanzer der CW-Kampagne präsentieren zu dürfen, und zwar den IS-5. Details über die CW-Kampagne müssten hoffentlich bald schon vorhanden sein, also dazu kann ich euch leider nichts sagen, aber den Panzer selber, den kann ich euch wirklich jetzt präsentieren. IS-5, auch Objekt 730 genannt. Schauen wir uns doch jetzt wirklich mal im Detail ganz genau an. Und zwar die Fahrzeugdaten. Also er hat 1550 Struktur, eine Motorleistung von 700 PS bei einer Höchstgeschwindigkeit von 42 km/h. Die Wannenpanzerung mit 120 mm absolut vernünftig. Gerade durch die schräge Platte vorne ist es ja nochmal etwas mehr. Turmpanzerung mit 200, sehr ordentlich, sehr starker Turm. Standardschaden, da der typische IS, da gehen wir aber gleich nochmal auf die Kanone. Feuergeschwindigkeit bei 4,76 Schuss in der Minute, Turmdrehgeschwindigkeit 24 Grad, Sichtweite 360 und Funkreichweite 440. So, aber natürlich die technischen Daten der Kanone nochmal im Detail. Eine 122 mm, auch schon bekannt der Russen, bei einer Feuergeschwindigkeit von 4,76, und jetzt der Durchschlag, und das ist doch beachtenswert, 221 mit Normal und 270 mit Premium. Ja, dieser Panzer auch wird kein verbessertes Matchmaking haben, das heißt ganz klassisch das bis Tier 10 gehende. 390 Schaden, die Streuung auf 100 Meter ist mit 0,46 recht groß, sowie die Zielerfassung mit 3,2 auch nicht allzu schnell. Aber das ist ja bei einem Heavy Tank nicht unbedingt nötig. So, dann aber genug zum Panzer bzw. zu den Daten. Ich habe ihn voll ausgerüstet für euch, was so geht. Nimm ein bisschen was mit, und die Crew ist eine 100% Crew. Und jetzt schauen wir uns doch einfach mal den Panzer im Spiel direkt an. Deswegen springen wir in ein Match. So, und da haben wir auch ein tolles Matchmaking erwischt, und zwar sind wir Top-Tier mit dem IS-5. Das ist natürlich nicht standesgemäß. Karte Polargebiet. Bin selber sehr gespannt, wie er denn performen wird. IS-5, man sieht schon im Chat, ist natürlich eine absolute Rarität aktuell. Von dem her zieht der Akt auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf sich. Und auch hier, man sieht, man wird schon beäugt, begutachtet. Also von dem her hoffen wir doch, dass ich nicht allzu sehr versage. Aber wie gesagt, die Eckdaten sind stimmig. Also von dem her kann das gut was werden. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und das ist ja auch für viele eine wichtige Basis, um zu sehen, ja, ist der Panzer denn was für mich? Kann ich damit was anfangen? Habe ich da Bock drauf? Tue ich mir dann die Kampagne in der Form an? Oder sage ich, lasse ich es bleiben? Und ich werde ihn jetzt auch mal ein bisschen aggressiver spielen. So, der Tiger hat schon mal da ordentlich gefressen. So, jetzt ziehen wir uns lieber zurück, weil jetzt stehen die alle sehr, sehr gut da vorne. Und auch sehr viele Gegner haben wir jetzt hier vor uns. Ich würde fast am liebsten da noch nach unten durchfahren. Vielleicht ein bisschen später, wir probieren es jetzt einfach mal. Wenn sie abgelenkt sind. Oh, und noch ein Abpraller. Die sind unerwartet. Dass die so gut klappen. Ohne Su. Den habe ich da schlecht geschossen. Aber hier ist der Heavy Tank natürlich auf jeden Fall in seinem Element, wenn so die Front da ist und man Gegner gegen sich hat. Bis jetzt haben sie wenig Chancen. Aber jetzt müssen wir uns hier auf den FCM mal konzentrieren. Und
Muss man da aufpassen. Jetzt kommen nämlich auch die Gegner von da drüben. So, aber bis jetzt der Schaden läuft ganz gut. Jetzt kommen aber hier wieder die nächsten runter. Jetzt habe ich den Vorteil, dass der Tiger jetzt sich vor mich stellt. Das heißt, ich unterstütze jetzt hier noch mein ES6 ein bisschen. So, konnte jetzt also den Jagdtiger wegmachen. Und jetzt der Tiger 2 ist der nächste auf meiner Liste. So, auf einfach sein MG geschossen. So, das, das, das. Und jetzt werden wir ein bisschen aggressiver. Der ging voll durch ihre Panzerung. Also ihr seht, also gerade 6er, 7er, die haben es echt schwer. Kette wurde getroffen. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Jetzt hält er mich hier gekettet. Bringt ihm aber nicht viel. Der ging voll durch ihre Panzerung. So. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. Jetzt will der sich hier tränken, aber darauf habe ich gar keinen Bock. Den nehme ich noch mit. Eine sensationelle Runde, muss man bisher sagen. Aber natürlich, ich will das jetzt hier nicht irgendwie vergrößern, meine Leistung. Es ist natürlich hier ein Top-Tier gewesen. Aber auch da hat man jetzt viele Gegnerschüsse auf sich einprasseln sehen. Und für einen 8er Premium muss man sagen, lohnt er sich definitiv. Also jetzt hier in dem Gefecht sieht man wirklich ganz gut, wie er sich spielt. Weil gerade im Vergleich zum T23E1, den letztes Jahr für die kurze CW-Kampagne gegeben hat, der dann doch etwas, ja, schwächer war, muss man jetzt hier sagen, kriegt man einen 8er Premium, einen guten 8er Premium in die Garage gestellt. Also von dem her, er lohnt sich definitiv. Ah, da kommt die Genauigkeit natürlich zum Tragen, die der Panzer so leider nicht hat. Na, da war dann doch die Einzelzeit ein bisschen sehr, sehr, sehr lang. Mal schauen, ob ich jetzt noch einen hier drauf bekomme. Ah, abgeprallt. So, jetzt fahren wir einfach mal drauf. Vielleicht kriegen wir noch einen Schuss. Und ansonsten kann man aber einfach... Ah, der ES6, der will seinen Krieger haben. Das... Ach Mensch, hätte es doch dem... Na schade, hätte man dem auf jeden Fall lassen können, dass er seinen Top Gun bekommt. Aber sei es drum. Wie gesagt, gerade in der Preview war es ja wichtig oder wollte ich euch auch den Panzer einfach zeigen. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr ordentliches Match gewesen. Hier die Aufträge, die lassen wir mal natürlich jetzt sein. Panzerass ist natürlich jetzt bei einem Panzer, der noch nicht so wirklich gespielt werden kann, nicht so allzu schwer. Aber trotzdem, 1374 Basis-XP, das ist sehr ordentlich. Und auch die Credit-Ausbeute sieht man hier nochmal einfach ganz schön. Ohne Premium 66.247, mit Premium 110.000, also wirklich definitiv ein sehr, sehr ordentlicher XP Farmer und Credit Farmer, sofern man denn eine gute Runde spielt, das kann man schon ganz klar sagen. Und Schaden abgewehrt durch Panzerung knapp 2000. Ihr habt gesehen, ich habe einen einzigen Durchschlag gehabt und das war vom FCM mit seiner Premium Munition. Ansonsten Schaden ermöglicht natürlich jetzt nicht so viel, aber diese beiden Werte 4500 und 2000 abgehalten, das ist, denke ich mal, wirklich sehr, sehr ordentlich und das in einer
doch nur kurzen Runde mit 6 Minuten 25. Also von dem her, persönlich habe ich wirklich viel Bock drauf auf den Panzer und ich denke, jeder, der ein bisschen CW begeistert ist, wird mit diesem hier auch einen geilen Tank bekommen, sofern man denn die Anforderungen schafft. Also lasst mir doch mal eure Meinung da, werdet ihr die CW-Kampagne spielen und natürlich, wie findet ihr den Panzer? Von dem her freue ich mich und bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.